Ja, lass doch mal laufen, Rico. Geld habe ich echt. Oh, wo ist das Geld? Muss mir Licht anmachen. Ist das unser Essen? Ja, okay. Wenn ich das nehme, haben wir ein Problem. Ja, man sieht echt das Geld. So, Licht aus, Spot an. Ich hoffe mal, dass die Empfindlichkeit einigermaßen eingestellt. Da ich ja voll bin, kriegt er seine Risikoautomatik. Was ganz Probliges. Ein schönes Beispiel. Ne? Endlich weg. Super. Also wie ihr seht, funktioniert es einwandfrei mit dem Sound-to-Light-Geschichte. Wir werden nachher noch ein Video drehen mit dem Royal Ass-Table mit Sound-to-Light. Naja, und der Buddy kommt gleich dran. So. Und danach setzen wir dem Rico das Ding auf den Kopf. Und immer wenn er spricht, schlägt es dann auch aus. Hast du ein Mikrofon dafür, dann mache ich das. Naja, schauen wir mal. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß bei den Outtakes. Das kommt. Oh mein Gott, das kommt als Outtake. Er ist schuld. Nein, er ist schuld. Ja, genau. Ja. Er ist schuld. Oh Mann. Ich habe auch eine Sorglosbox. Aber zur Überraschung nicht von Hoffmann. Genau, sondern von der Arzt. Von der Arzt, ja. Von der Arzt, falls der Rico hier tot umfällt, ne? So quasi. Dann habe ich endlich einen Step. Den kannst du vergessen, Kollege. Den kriegst du nicht. Phil, gib mir deinen Step, bitte. Der will mir meinen wegnehmen, den kriegt er nicht. Tung. Ey, scheiße, das ist zu laut. Komm auf die gute Seite der Macht. Genau. Von uns. Ich bin dein Opa. Oh mein Gott. So, liebe Leute, sind wir schon auf Sendung? Läuft. Okay, Klappe 1, die erste. Und Action. Klack. Hallo Leute, jetzt schließen wir das Top-Light-System mal an den Nova Step an. Haha, mal sehen, ob es geht. Dazu benötigen wir die neue Version des neuen Top-Lights. Sieht etwas unkultiviert aus, weil ich noch ein wenig modifiziert habe. Revision 7398,4. Sternzeit 5. Dann brauchen wir ein Top-Light. Wir nehmen mal das hier von dem Atlantik. Naja, Ozean, Atlantik, was ist soll's? Alles gleich, alles Wasser. Alles nass. Ach, man sieht ja freundliche Werbung. Zweimal das Forum offen. Genau. Es reicht uns ja nicht ein Rechner, nein. Jetzt transportieren wir das stilecht. Hier rein. Schmeißt du schon um. Ja. Schräg stellen. Na, ob das nicht stilecht ist? Hervorragend. So. Der Phil schlägt uns. Damit hätten wir das Top-Light schon mal auf den Automaten gestellt. Als nächstes folgt der Lautsprecheranschluss. Also leuchte mal und dirigiere mich mal. Also einen würde ich hier ans untere Beinchen setzen. Hier von dem Lautsprecher. Ja. Und and the other one? The other one should be here, right? Achso, das sind hier oben. Ach, da sind die Angehörigen, stimmt, ja. Da oben an dem linken Beinchen vom Elko. So, wir haben jetzt also diese Mini-RGB-Steuerung, Stefan, an den Nova Step gehängt. Das ist ein altes, nach alter Spielverordnung. Stell dir das mal vor. Wo findet man denn sowas heutzutage noch? Eigentlich nirgendwo. Ist das geil, ne? Nova Step mit Top Light. Ne? Wer hat denn sowas schon? Nur der Rico. Und deshalb wollte ich mir auch dieses Sound-to-Light-Modul ja auch mal besorgen für den hier. Rico, das müssen wir sehen. Da müsstest du eigentlich mal von ein Foto machen, wie ich hier filme. Das ist nur Akrobatik. Ja sicher, das sieht ja keiner.
Ich kann den Jackpot da wegnehmen, dann kannst du auf den Hocker setzen. Lass den mal da. Hast du einen dicken Bauch? Ja, vielen Dank. anstatt mal diesen Ding da wegzunehmen. Das wäre zu einfach. Sieht sehr spannend aus. So. Boah, ey. Das ist echt. Hab ich da einen Nagel in der Wand? Das tut so weh am Kopf. Das kann nicht sein, dass du einen Nagel hast. Solange du im Kopf hast, ist gut. Ja. Na, na. Zwei Kameraperspektiven, kannst du auch schneiden. So viel Zeugs für zwei Spieler. Aber es funktioniert, ne? Gut, ne? Davon mache ich jetzt mal eine richtig schöne geile Aufnahme mit meiner Fotocam. Beziehungsweise das kann Pause geben. Phil, das ist ein Feuerzeug. Damit kann man auch ein Großfeuer entzünden. Also, wir haben fast 0 Uhr. Läuft die Aufnahme wirklich? Ja, hier steht zumindest ein roter Punkt oben. Ja. So. Rico ist am Verzweifeln, nachdem wir die AE von Phil hin und her getauscht haben. Und jetzt jetzt fehlen 10 Pfennig. Eine riesen Serie hatten. Aber hier sagt das Start. Ich drücke jetzt auf Start, dann geht's weiter. Brauchst nicht drauf warten. Seid ja noch Spiele drauf. Also ich muss keinen Gerätehalter mehr spielen. Du musst keinen Gerätehalter mehr spielen, nein. Genau, Rico ist heute ganz begeistert. Wir haben heute alle Konstellationen durch. Von AEs, Batterien, E-Pong. Phil, du glaubst nicht, was du uns damit antust. Genau. Knie auf dem Boden. Nein, das kann ich jetzt nicht. Nein, ich meine Phil. Achso, Phil soll sich hinknien. Echt, ey. Möge er schon das Gerät schon mal wieder befüllen. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Eine ADP-Befüllung. Ne? So war das früher bei den Servicetechnikern. Sie standen neben den Geräten und befüllten diese. Oh, ne? Rein. Ja, und bei der Firma H war das bestimmt auch nicht anders. Also so kleine Kinder da reingesetzt, die mit den kleinen Granfinger hier noch in die Spalten reinkamen. Genau, richtig, ne? Du willst jetzt noch nicht den Alarm losschrillen lassen, oder? Den Alarm? Kann ich aber für dich reinstecken, weil mit einer Hand ist das scheiße, glaub mir. Aber ich kann es mittlerweile mit einer Hand. Ah. Nein! Nein! Doch! Nein! 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 Nicht schon wieder! Ja, ganz locker bleiben. Wir haben jetzt erstmal gleich wieder eine Ausspielung wahrscheinlich. Eine Ausspielung in der Ausspielung. Ja, ist er wieder rausgegangen. Ja. Phil ist heute aufgewinnt. Kochlöffelhähnchen. Ozean. Zwei Kisten Bier. Ossi. Alle möglichen diversen Ersatzteile. Alles, was man so im Leben braucht. Wenn er nicht gestorben ist, dann füllt er auch noch heute. Genau. Na? Stefan, so geht das. Ne? So. Das wird ihm wehtun. Jetzt kommt's. 21 TS will ich haben. TSS, keine Ahnung was es ist, es klingt gut. Top Sonderspiele. Leider sind es nur zwei geworden. Willst du viel? Spiel mit Priel. Scheiß Depp, Stefan. Die funktioniert ja gar nicht. Guck dir das an. Das ist meiner. Ach so. Oh. Stefans Step ist rot, meiner ist blau. Blau schöner. Aber Phil. Weißt du, dass das läuft? Outtake.
Ach, das kommt direkt auf YouTube rein, ohne Bearbeitung. Genau. Sehr gute Idee. Oh Mann. Genau. Wenn man wieder nichts zu tun hat, spielt man einfach ein bisschen. Mit den Knöpfen, die nicht leuchten. Genau. Da reindrücken. Ja. Phil, guck's dir an. So geht das. Mano! Da hat wieder jemand was kaputt gedrückt. Zu gierig. Ende. So sieht Ende aus. Das heißt? Er zählt es direkt auf, weil er Top-Spiele eh schon hat. Ah. So. Das war gerade die Bedienungsanleitung. How to use. Und das ist nicht das Service-Programm. Das ist ein Originalprogramm. Zu Beweis. Schlüssel ist ab. Genau. Jetzt klemmt der. Schlüssel ist ab. Die Tür ist zu. Genau, drücken wir auf Start und weiter geht's. 51 Top-Spiele noch. Viel Spaß beim Auszahlen. Ich könnte mal die 20-Cent-Stücke holen zum Füllen. Problem ist, das ist noch der D-Mark-Prüfer. Merkst du mal, wie leise die Walzen sind? Ja, ist noch schön gut. Die sind noch gut gebaut, die Dinger. Warum sind die heute so laut? Wenn ich an den 4390er denke, den darfst du abends nach 10 Uhr nicht mehr einschalten, weil sonst kommen die Nachbarn runter. Diese Starpoint-Walzen. So, und gleich stellen wir das Toplight oben drauf. Ja, das wollten wir ja noch machen. Genau. Step mit Toplight. Da kommen jetzt noch zwei Pfeile nach links. Genau. Abgesehen davon, er muss mal links und ich muss mich mal um meine Sargnägel kümmern. Das sieht ja echt gut aus, so ein Film, ne? Hast du mal gesagt, oder? Geil, kann man ja so. Guck mal, das sieht aus, als wenn ich statisch davor stehe, ne? Und hinten ist eine Blue Screen. Hier ist eine Blue Screen, das ist alles nicht echt. Das ist alles. Ich weiß nicht, wer er ist. Ich weiß nicht, was er da macht. Und warum ist er überhaupt an meinem Step am Gange? Hm. Guck mal, alles virtuell. Wir haben einen Blue Screen hinter uns. Warte ich gerade mal, was ich jetzt gerade auf dich drauf werfe. Allein das müsste man schon filmen. Wissen Sie was? Kaufen Sie sich nie ein Nova-Gerät. Weil es wird bald gar keine mehr geben. Frank? Weil Herr Fassbender meint, alle aufkaufen zu müssen. Aber Frank, meine Supernova kriegst du nicht, das sage ich dir. Frank, guck mal, der Vorbesitzer hat schon mal mitgedacht gehabt. Nein, so hoch kann ich die nicht halten. Hier ist ein Schalter dran, an den habe ich nicht gedacht. Ich hätte nicht am laufenden Mann den Scheißstecker rein- und rausziehen müssen. Ja, das sind nun mal so gewisse Betriebserfahrungen, die man macht in seinem Leben. Ne? An, aus. Sag mal, warum brennst du denn gerade in dem Automaten? Licht an. Licht aus. Hört. Von weit kommen wir her. Achso, wir müssen immer zur Tankstelle. Ja, wir haben nämlich schon 12:30. Genau, wir müssen zur Tankstelle. Wir müssen noch Nachschub besorgen und dann. Was machen wir dann eigentlich noch? Schauen wir mal. Kommen Sie mal ran. Ach ja, das ist Rico. Das ist Frankie. Genau. Die zwei Deppen aus dem Forum, die mal basteln und alles kaputt machen müssen. Genau. Und Phil, wenn du uns einmal noch Nova AE vorbeibringst, könnte es passieren, dass wir dich leider exekutieren. Das ist zwar traurig, aber... Wir arbeiten hier einfach ein, dann ist er die Kauf dir einen Balli, dann hast du nicht so viele Probleme. Bei Hoffmann gibt's ganz billige... Den Namen... Aber, okay, bis gleich dann. Tschüss.